Hallo Retro-Freunde, hallo Masters of the Universe-Fans, hallo Moto Bros. In diesem Video möchte ich euch heute mal wieder ein paar Neuigkeiten vorstellen, die ab sofort meine Masters of the Universe-Sammlung bereichern. Seid gespannt, los geht's! Ja, ich habe mal wieder im Internet zugeschlagen, habe mir ein bisschen Lesestoff besorgt, sowohl Vintage-Lesestoff wie auch neue Sachen. Die möchte ich euch jetzt einfach mal präsentieren. Wie gesagt, ich war mal wieder auf der Suche nach ein wenig Masters of the Universe Lesestoff und bin online fündig geworden. Übrigens, falls ihr Interesse daran habt, auch an Büchern oder an Comics und so weiter, schaut doch mal in mein Video, was ich hier oben einblende. Da zeige ich euch ein paar schöne Funde, die ich zuletzt halt bei unserem lokalen Bücherschrank gefunden habe. So, wie gesagt, ich bin online fündig geworden, habe ein paar Masters of the Universe Sachen gefunden, die möchte ich euch jetzt einmal kurz vorstellen. Und zwar jeder von euch wird wahrscheinlich kennen diese Lady Bird Bücher von Mattel oder beziehungsweise halt mit dem Mattel Logo hier unten drauf stehen. Ja, es gab 2, 4, 5, 6 Stück in Deutschland. Ja, wie gesagt, die sollte jedem ein Begriff sein. Das ist einmal He-Man und das Ungeheuer. Dann gibt es der stählerne Gigant, Skeletors Eisblockade, Castle Grayskull in Gefahr, die Schwingen des Unheils und zu guter Letzt und das älteste von dem Ganzen ist eine Falle für He-Man. Ja, diese Bücher habe ich alle schon etwas länger in der Sammlung, ja, teilweise sogar noch aus meiner Kindheit. Und das sind so kleine schöne, ja, Hardcover-Bücher mit ein paar immer einer netten Geschichte drin, immer auf jeder Seite immer so schöne Zeichnungen mit dabei. Und bis vor kurzem wusste ich gar nicht, ich dachte, ich hätte sie alle komplett. Und bis vor kurzem wusste ich gar nicht, dass es da auch noch 2 weitere Bücher gibt, die allerdings nie im deutschsprachigen Markt erschienen sind. Und die habe ich gesehen auf einem YouTube-Channel, und zwar bei Sodax Zeitresor. Schöne Grüße an dich. Wenn ihr den Kanal nicht kennt, schaut mal rein. Richtig geile Videos, richtig klasse Kerl. Der hat das auch präsentiert, beziehungsweise der hat auch Masters Comics präsentiert. Und da hat er dann auf einmal 2 dieser Bücher gezeigt, die ich nicht kannte. Und die habe ich gebraucht. Also online gesucht und gefunden und mir zugelegt. Und zwar, die gab es in Deutschland nicht. Die sind gab es nur wohl in England, in UK oder im englischsprachigen Raum. Und zwar habe ich hier einmal das Buch hier, auch wieder, es ist ein Ladybird-Buch, also genau das gleiche, nur die sind ein Jahr später rausgekommen, die sind von 86. Und anscheinend hat Mattel dann halt entschieden oder Ladybird entschieden, diese Bücher in Deutschland gar nicht mehr zu veröffentlichen. Ja, He-Man and the Asteroid of Doom, richtig cooles Cover halt auch mit Skeletor auf dem Rotorn, der He-Man im Windrider halt angreift. Ja, finde ich richtig klasse. Wie gesagt, es ist komplett in Englisch, aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Ich wollte sie halt komplett haben. Dachte, wie gesagt, ich hätte sie. Jetzt habe ich mir das halt zugelegt. Ja, sehr schön auch. Wie gesagt, auf der Rückseite mit Hordak hinten drauf. Richtig klasse. Und beim gleichen Anbieter online habe ich dann halt noch das Buch He-Man and the Lost Dragon gefunden. Ja, die waren auch gar nicht teuer. Ich glaube, ich habe pro Buch 4 Euro bezahlt. Ja, die sind von 1986. Beide in einem passablen, guten Zustand. Und ja, da konnte ich nicht anders. Ich habe es mir zugelegt. Richtig schöne Bücher. Damit habe ich jetzt hoffentlich diese Lady Bird Bücher komplett. So, dann als nächstes auch nochmal Vintage oder alte Bücher sind. Die habe ich mir jetzt auch zugelegt. Mal gucken, ob man es so zeigen kann. Und zwar die Masters of the Universe Annuals. Ja, war mir halt auch vorher nicht so wirklich ein Begriff. Gab es in Deutschland auch nicht. Das heißt, es gab halt anscheinend, ja, wenn ich das so richtig recherchiert habe, in jedem Jahr ein sogenanntes Annual-Buch, in dem ja Geschichten, Stories und so weiter zu den Masters of the Universe halt drin waren. Ja, es ist ein Annual-Buch, dachte ich mir, es ist so ein bisschen Historie über die He-Man-Sachen, über die He-Man-Figuren, über den Werdegang. Aber nee, es ist halt einfach, es ist quasi ein Comicbuch. Ja, das erste, was ich habe, ist das Annual von 1986. Ja,
Kann man kurz reingucken. Also auch immer schön gezeichnet. Ja, richtig klasse. Gefällt mir. Es ist halt, sieht halt einfach oldschool aus. Ja, und das Buch ist jetzt, ja, das ist von 1985. Ja, ist Annual 86 ist es. Ja, finde ich richtig schön. Auch so ein Hardcover-Buch. Auch bei einem Anbieter, auch aus England, genauso wie die anderen beiden hier übrigens auch. Ja, also die habe ich halt nicht hier in Deutschland gefunden, sondern die habe ich mir über England besorgt. Ja, dann das Annual Nummer, beziehungsweise Jahrgang 1987. Ja, das ist ein bisschen verknickt, es ist belesen, ja, es ist geliebt worden, von daher, ich habe damit überhaupt kein Problem bei so einem Buch. Ja, hier auch nochmal der Einband hier quasi, ja, die Seite. Und hier steht auch immer drauf, es hat gekostet 3,50 £. Ja, also wirklich hier unten sieht man hier so ganz klein, 3,50 £ hat es gekostet. Damals 1986 dann, wenn es das 87er ist, ganz genau. So, Diamond Sword of Gorman ist die erste, ist das erste Kapitel oder der erste, ja, Text. Finde ich richtig schön. Wie gesagt, es geht halt durchweg durch. Three Times Trouble. Ja, ist auch wieder dieses wunderschön. Ich habe sie jetzt noch nicht durchgelesen. Ich habe sie jetzt sporadisch überflogen gehabt. Ja, hab mir die Zeichnungen angeguckt und gefallen mir richtig gut. Ja, wie gesagt, 86, 87. Und dann habe ich noch eins gefunden. Das ist in einem mega guten Zustand. Und zwar das Annual 89. Ja, also weiß ich schon mal auf jeden Fall. Es gibt noch eins Minimum, ja, die 88, das fehlt mir noch. Ja, ja, auch hier wieder ganz kurz am Anfang, ja, wieder ein richtig schönes, ein klasse Bild mit Hordak, mit der Fright Zone im Hintergrund und He-Man davor. Ja, und ja, das Buch ist von 88. Ja, macht dann Sinn, wenn es das 89er ist, Annual ist. Und ja, gefällt mir sehr gut. Hat auch 3,95 € in Pfund gekostet. Ja. Und wie gesagt, die Nummer, das Jahrgang, Ausgabe 1989. Wenn ihr wisst, wie viele Annuals es insgesamt gab, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Interessiert mich, wenn ihr das Annual 88 habt oder wenn es sogar, wie gesagt, das erste, was ich habe, ist von 86. Wenn es noch ein 85 gibt, wenn es ein 84 gibt, oder ein 90 vielleicht, wenn es das von den New Adventures gibt, schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr es habt. Und ihr es nicht mehr haben möchtet, sagt mir Bescheid, interessiert mich. Ja. Wir werden uns da mit Sicherheit einig. Die Bücher hätte ich auch gerne komplett. So, das waren jetzt ganz kurz überflogen die Vintage-Bücher, die alten Bücher, die ich bekommen habe. Und dann habe ich jetzt noch was Neues für euch, und zwar neuer Lesestoff. Und zu diesem neuen Lesestoff bin ich wie folgt gekommen. Und zwar auch wieder geht mein Dank an Sodax Zeitresort, auch die hat er bei sich auf dem Channel vorgestellt. Es war mir kein Begriff, ich kannte sie auch nicht. Und zwar sind das ja illustrierte Geschichten, wie ich erfahren habe, oder wie es richtig heißen sollte, der Motu Fanfiction Gruppe. Ja, Motu Fanfiction ist sind Leute, die sich zusammengetan haben, um halt Masters of the Universe Geschichten zu schreiben, um Masters of the Universe Geschichten den Fans wieder näher zu bringen, als Hobby, sage ich mal. Ja, diese Heftchen sind total klasse geworden. Ja, die machen auch Hörspiele. Ja, ihr könnt mal einfach mal in die Suchmaschine eingeben, Motu Fanfiction, da kommt ihr halt auf eine Webseite, ja, wo ihr euch auch Hörspiele anhören könnt. Und es wird immer aktualisiert. Ja, finde ich richtig klasse. Was ich auch nicht wusste, ist, dass es halt auch, ja, das Neueste, was ich hier gesehen habe, ist zum Beispiel dieses Heftchen, da kann ich es besser erklären, ja, die Rückkehr zum Todestor. Ja, das Todestor war ja das Europa-Hörspiel-Kassette Nummer 2, ja, sollte jedem von euch ein Begriff sein. Und hier wird quasi halt die Geschichte weitererzählt zum Todestor. Und das, was ich leider verpasst habe, ist, dass halt auch dieses Todestor in limitierter Anzahl gebaut wurde. Ja, als Fanprojekt von Fans für Fans. Ja, mit einem mega klasse, ich gucke mal, ob ich es gerade finde, mit einem mega klasse Artwork, wo ich dachte, boah, wieso habe ich denn davon so spät erfahren? Es war wohl limitiert auf 50 Stück, und zwar von Artefakte der Macht. Ja, gucken, ob ihr das so sehen könnt hier. Ja,
Was ein mega geiles Artwork, ja, greift die Szene aus dem ersten oder aus dem Hörspiel halt auf, wo Triklops Man at Arms halt ins Todestor halt reinzieht, reinschleudert. Finde ich richtig klasse. Ja, leider zu spät gesehen. Natürlich sind diese 50 Todestor Spielsätze, Bausätze natürlich schon längst vergriffen. Ja, aber nichtsdestotrotz habe ich dann halt mal geschaut. Ich habe mal online geschaut und habe den Alex Streeb, der für diese Heftchen hier verantwortlich ist, der die Geschichten halt schreibt, habe ich auf Facebook angeschrieben. Habe gesagt, hier, ich habe von euch erfahren, hätte Interesse an den Comics. Ich habe gesagt, ich hätte Interesse an den Comics. Er hat auch relativ schnell geantwortet und hat gesagt, halt vielen Dank für dein Interesse, freut mich halt immer wieder von Leuten zu hören und so weiter. Aber nur ganz kurz, das sind keine Comics, das sind illustrierte Geschichten. Und dann habe ich das auch mal so besser verstanden, denn ihr werdet sehen, oder wir fangen mal dann an. Ich habe gesagt, hast du das neue Heftchen auf jeden Fall, aber hast du eventuell noch die älteren Ausgaben? Er sagte, ja, ich habe noch die zwei älteren auch noch. Ja, mach dir Preis, einen guten Preis, und wenn du damit einverstanden bist, dann schicke ich dir sie zu. Ja, ich war damit einverstanden, ja, habe das Ganze per PayPal bezahlt und habe halt ein paar Tage später die drei Hefte im Briefkasten gehabt. Und das erste dieser Hefte ist wohl das Ein neuer Feind. Ja, ich möchte da gar nicht so auf die Geschichten drauf eingehen. Ja, möchte euch nur kurz zeigen, Ein neuer Feind ist so gestaltet. Ja, das heißt, ich habe hier die erste Seite. Dann habe ich hier immer einen Text auf der einen Seite und dann immer ein Bild auf der anderen, dann wieder den Text. Und so geht das halt durch. Ja, finde ich sehr schön. Ja, gefällt mir auch. Ich habe sie alle drei schon durchgelesen. Ja, finde ich richtig klasse. Ja, Heft Nummer 2 allerdings finde ich von der Aufteilung her besser. Heft Nummer 2 ist der alte Schrecken. Ja, und da haben sie es super gemacht, finde ich. Und zwar haben sie da hier oben den Comic oder beziehungsweise oben halt die Zeichnung und unten drunter den Text. Und das geht halt hier auch so durch. Ja, und woran erinnert euch das? Also mich hat es sofort erinnert an die ersten Minicomics, die den Figuren in den 80ern beilagen. So haben die ersten Minicomics ausgesehen. Das heißt, ich habe oben drüber das Bild und unten drunter die Geschichte zu dem Bild oder was gerade passiert. Und das fand ich halt richtig klasse. Das gefällt mir sehr gut. Ja, fand ich richtig toll. Lassen sich beide, oder beziehungsweise alle drei, super lesen. Ja, macht richtig Fun, neue Geschichten von He-Man zu hören, von Fans, wie gesagt, für Fans. Ja, das dritte und letzte, die Rückkehr zum Todestor, ist ein bisschen dicker wie die anderen, hat nicht wirklich mehr, doch, es hat auch sogar mehr Geschichte, glaube ich, denn die Rückkehr zum Todestor ist eigentlich fast schon ein Roman. Ja, das heißt, es sind mittendrin keine Bildchen, sondern es ist durchgängig Text. Ja, ist auch ein bisschen mehr Text, wie gesagt, halt wie bei den anderen. Ja, und ab der Hälfte des Heftchens wird auf die Entstehungsgeschichte, ja, sieht man das? Der Weg zum Todestor wird auf die Entstehungsgeschichte eingegangen. Ja, wie halt von der ersten Überlegung, das Todestor halt herzustellen, ja, von den ersten Prototypen, von wie erstelle ich es am Rechner und so weiter, haben sie das halt hier nochmal in Bilder gefasst. Finde ich mega klasse und ich finde es so schade, oder es tut mir selbst weh, dass ich halt das Ganze verpasst habe, mir dieses Todestor von Artefakte der Macht und Moto Fanfiction halt zuzulegen, es vorzubestellen. Ich hätte die Jungs gerne unterstützt. Hoffe, dass es so weitergeht, dass die halt eventuell schon in der nächsten Sache dran sind, und dann bin ich da auf jeden Fall up to date und bin auf jeden Fall mit dabei. Ja, wie gesagt, das waren meine Neuzugänge, was Lesestoff Masters of the Universe angeht. Jetzt noch eine kurze andere Sache. Ich habe hier mein neues T-Shirt an von den Moto Bros. Ja, fand ich eine richtig geile Aktion. Die Moto Bros ist eine Facebook-Gruppe, die sich halt überwiegend ausschließlich halt mit den Masters of the Universe beschäftigt. Vintage wie auch neu, New Adventures, Origins, Classics und so weiter. Die Gruppe wurde ins Leben gerufen vom Petendo. Viele Grüße an den Peter. Hat natürlich auch einen YouTube-Kanal, schaut mal da rein. Wenn ihr dieses Video hier ansieht, dann werdet ihr den Peter wahrscheinlich kennen. Wenn nicht, habt ihr was verpasst. Schaut rein in den Kanal, finde ich richtig klasse.
Die Facebook-Gruppe selbst ist mega gut, ist die beste Gruppe, wo ich drin bin, ja, die ich kenne, ja. Es gibt kein Gezanke, es gibt kein Zoff, es gibt kein Neid. Jeder kann hier seine Funde posten, man kann seine Sachen anbieten zum Verkauf und so weiter. Es ist komplett fair, das habe ich noch in keiner anderen Gruppe erlebt. Nochmal großes Lob an euch, auch wie ihr die Gruppe managt. Und ja, Peter hatte dann halt über DigiWare einen Aufruf gemacht hier. Wollen wir nicht mal T-Shirts machen für unsere Gruppe? Ja, die Gruppe, wie gesagt, nennt sich Moto Bros. Könnt ihr suchen, findet ihr sofort. Es gab 100 T-Shirts, ja. Ich bin mir nicht sicher. Zuletzt waren noch ein paar wohl übrig, ja, eine Handvoll. Also ihr müsst schnell sein, müsst nachfragen, ob es noch was gibt. Das T-Shirt hat 23 Euro gekostet, inklusive Versand. Finde ich richtig klasse, ja. Es ist eine richtig geile Qualität. Es gab, wie gesagt, nur 100 Stück. Ich habe die Nummer 28 bekommen. Also, was soll ich sagen? Ich bin sowas von zufrieden mit dem Ganzen. Und ja, das sollte es gewesen sein von meiner Seite aus. Ich blende euch hier jetzt nochmal zwei Videos ein, wo ich nochmal ein bisschen über die Masters of the Universe Origins spreche, als auch nochmal meine Funde, was ich so Collection Update Videos nenne, wo ich halt zeige, was ich für wie viel wo gefunden habe in der letzten Zeit. Das soll es gewesen sein, wie gesagt. Viel Spaß mit meinen Videos. Wenn ihr was wissen wollt, schreibt es mich an, ja, liked meine Videos, kommentiert fleißig und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert meinen Channel. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Retro-Rauner.